Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenmagazins Panorama von MEMA TV. Auch diese Woche bieten wir Ihnen wieder umfassende Informationen rund um die Region. Und das sind unsere heutigen Beiträge. Politik auf Besuch bei MEMA TV. Brucker Businesslauf mit Neuerungen. Fasching in der Region. Musikclips bei MEMA TV. Die MEMA TV Kräuterecke und unser Pistenreport. Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Stefan Hofer sowie Vizebürgermeister Berthold Strobel besuchten das Studio von MEMA TV und Hochsteirer Journal, wo sie die Qualität der lokalen Berichterstattung lobten und die Bedeutung unabhängiger Medien für die Gemeinschaft betonten. Ihr Besuch verdeutlicht die enge Verbindung zwischen Regierung und Medien und das gemeinsame Ziel transparenter Informationsvermittlung. MEMA TV, das regionale Fernsehen, schon fast drei Jahrzehnte in der Region, Bruck mit Zuschlag und darüber hinaus mit Berichten und verschiedenen Beiträgen auf den TV-Schirmen der Kabelbetreiber und auch auf YouTube im Internet zu sehen, bekam Besuch im MEMA TV Studio Bitz Kapfenberg. Vom Landtagsabgeordneten und Bürgermeister der Marktgemeinde Thurnau, Stefan Hofer, begleitet vom Vizebürgermeister Berthold Strobel sowie für die Kommunikation und Projektmanagement zuständige Julia Hirtner. Und da lag natürlich die Frage, wie wichtig regionale Berichterstattung zu bewerten ist, an Stefan Hofer zu stellen, auf der Hand. Sehr bedeutsam, weil sie uns helfen, als regionale kommunalpolitische, aber auch regionalpolitische Verantwortungsträger unsere Themen, die wichtig sind, an die Menschen zu bringen. Und da sind wir in unserer Region wirklich in der glücklichen Lage, ein breites Feld von gut aufgestellten regionalen Medien zu haben. Und MEMA TV ist ein wesentliches Medium schon seit vielen, vielen Jahren. Gesprächsthema war auch der SPÖ-Landesparteitag in Kapfenberg, worüber auch MEMA TV berichtet hat. Und da auch die Frage, wie haben Sie diese Veranstaltung erlebt? Anton Lang wurde ja mit fast 82% bestätigt. Also ich freue mich, dass wir mit dem Anton Lang einen hervorragenden Spitzenkandidaten als steirischer SPÖ haben, der, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen hat, die Nummer-1-Position für uns in der Steiermark zurückzuholen und wieder ein sozialdemokratischer Landeshauptmann in diesem Bundesland werden kann. Ich glaube, das wäre für die Steiermark insgesamt sehr, sehr gut. Und ich freue mich auch, dass ich ihn unterstützend begleiten darf und ich werde auch wieder für die nächste Landtagswahl kandidieren. Nun, wie schätzen Sie den Bundesvorsitzenden der SPÖ, Babler, ein? Andreas Babler hat seine eigenen Zugänge, was bundespolitische Themen betrifft. In der Steiermark haben wir einen pragmatischen Zugang, den Anton Lang vorgibt und hinter dem stehe ich sehr stark. Dass auch die Studioarbeit von Interesse war, denn alles, was auf den TV-Schirm kommt, muss vorher bearbeitet werden. Und der Blick durch die Kamera gehört einfach dazu, wenn man sich in einem TV-Studio befindet. Stefan Hofer ist ja nicht nur im Steirischen Landtag, sondern auch Bürgermeister der Marktgemeinde Thurnau. Und da sind wir auch schon mitten in unserer Aufgabe der regionalen Berichterstattung. Daher die Frage, was wird alles passieren in der Marktgemeinde Thurnau 2024? In Thurnau ist es so, dass wir heuer 2024 über 50 Vorhaben durchführen möchten in den unterschiedlichen Bereichen. Ein großes Projekt im Bereich der Infrastruktur wird die Sanierung der Landesstraße nach Görriach sein. Da werden 1,6 Millionen Euro in Summe investiert werden von Land Steiermark und Gemeinde Thurnau gemeinsam. Wir werden drei Projekte umsetzen, um neues Leben im Ortszentrum von Thurnau zu ermöglichen, gemeinsam mit unserem Partner der Enstaler Wohnbaugruppe. Wir werden auch, was das Ortszentrum, die Gestaltung des Ortszentrums in Thurnau betrifft, einige Akzente setzen können hier auch auf den ehemaligen Bayer Gasgarten in Zukunft des Gemeinde zurückgreifen, den wir langfristig gepachtet haben. Und wir haben auch einige Feierlichkeiten, die wir heuer begehen können. Unter anderem feiert unsere Feuerwehr 150 Jahre, wird ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen. Unser Musikverein wird 120 Jahre alt. Es wird eine Show mit den Shaolin-Mönchen geben und auch eine Bundesheerangelobung gibt es heuer in Thurnau. Man muss aber festhalten, auch die sozialen Aspekte werden in Thurnau nicht außer Acht gelassen, sprich Sozialbonus. Es ist so, dass wir natürlich als sozialdemokratisch geführt
geführte Gemeinde sagen, das soll auch einen dementsprechenden Schwerpunkt in unserer Arbeit einnehmen. Das ist es, das nimmt es in Thurnau zweifelsohne ein. Und ein wesentlicher Aspekt, eine wesentliche Initiative in diesem Zusammenhang war die Einführung des Thurnauer Sozialbonus im Vorjahr. Heuer gibt es den wieder und es ist eine ganz wichtige Maßnahme in Zeiten der Krise, in Zeiten der massiven Teuerung. Und die Thurnauerinnen und Thurnauer greifen gerne auf diesen Bonus zurück. Wobei ich sagen möchte, mir wäre es natürlich lieber, wenn dieser Bonus nicht ausbezahlt werden müsste, weil es den Menschen in Summe besser gehen würde. Aber das ist leider momentan nicht der Fall. MEMA-TV-Inhaber Wolfgang Koenig hat den Besuch im Studio insofern als sehr wichtig empfunden, weil die Zusammenarbeit dadurch wesentlich erleichtert wird. Ja, war toll, wieder mal den Stefan hier im Hause zu begrüßen. Wir haben ihm das Studio gezeigt, haben ihm ein bisschen auch über die Geschichte erzählt und was wir noch vorhaben, und er war natürlich sehr beeindruckt. MEMA-TV ist aber nicht nur Fernsehen, sondern mit der Zeitschrift Hochsteirer auch in den Printmedien vertreten. Ja, genau. Also es gibt ja nicht nur MEMA-TV, das regionale Fernsehen, sondern zu uns dazu gehört ja auch der Hochsteirer, das Hochsteirer Magazin. Und wir wollen auch da noch Akzente setzen für heuer und viele neue Themen unterbringen. Karrierechancen bei MediaCom, Verstärkung gesucht für Büro und Organisation. Wir suchen motivierte und engagierte Teammitglieder für verschiedene Positionen in geringfügiger, Teilzeit- oder Vollzeiteinstellung. Wenn Sie Teil unseres dynamischen Teams werden möchten, besuchen Sie unser Anfrageformular unter www.media-com.at und entdecken Sie, wie Sie mit uns gemeinsam erfolgreich sein können. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Team willkommen zu heißen. Das MEMA-TV, regionales Fernsehen, sucht Sie. Und zwar unter dem Begriff Lebensbäume, Lebensträume suchen wir Leute aus unserem Sendegebiet, die etwas Besonderes verwirklicht haben. Lebensbäume, etwas Fundamentales, das man geschaffen hat, um Freude daran zu haben. Sei es ein Garten mit verschiedenen Pflanzen und Blumen oder Sammler von einzigartigen Dingen, die nicht alltäglich vorkommen. Jeder, der seinen Lebenstraum erfüllt zu haben glaubt, hat die Möglichkeit, dass wir in unserer Sendereihe Lebensbäume, Lebensträume einen Bericht zusammenstellen und in unser Programm aufnehmen.
schreiben Sie ein E-Mail unter dem Kennwort Lebensbäume, Lebensträume, MEMA.tv an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Der 20. Brucker Businesslauf am 16. Mai wartet mit Neuerungen auf. Leicht veränderte Laufstrecke, neuer Veranstalter und mehr Partystimmung. Mehr als 2000 Teilnehmerinnen werden erwartet. Bereits zum 20. Mal findet am 16. Mai 2024 der Brucker Businesslauf statt. Ein tolles Jubiläum, die Bürgermeisterin ist natürlich stolz. Ja, heute ist ein Wohlfühltermin, weil heute wird unser 20. Businesslauf präsentiert am 16. Mai. Ein Jubiläumsfest sozusagen. Ja, es ist die größte Sportveranstaltung in Bruck an der Mur. Diesmal neu aufgestellt unter professioneller Leitung Company Code. Es tut sich einiges. Die Kilometer werden ein bisschen ausgeweitet auf 5 Kilometer. Die Strecke wird ein bisschen erweitert. Ja, es ist einfach ein tolles Event. Es kommen die Läuferinnen und Läufer, aber vor allem auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Es wird am Abend im Partyzelt einiges los sein. Ich freue mich auf diesen Termin, 16. Mai um 19 Uhr. Der Namensgeber im Jubiläumsjahr ist die Wiener Städtische Versicherung. Der Landesdirektor der Steiermark, Michael Witsch, bringt es auf den Punkt. Ja, wir sind als Wiener Städtische Versicherung einer der größten Gesundheitsversicherer des Landes und haben natürlich auch, weil man immer sieht, wie wichtig Prävention ist und Vorsorge ist, vor allem wenn es um die eigene Gesundheit geht. Das Thema ist immer das, Vorsorgen ist einfacher als heilen und natürlich auch hier beim Brucker Businesslauf ist uns das ein Riesenanliegen, dass wir dabei sind. Vor allem auch als Namensgeber hier beim Jubiläumsjahr im 20. Jahr des Brucker Businesslauf und freut uns irrsinnig, dass wir dabei sind. Vor allem auch Business mit der Stadt Bruck zu kombinieren, zu vereinen. Wie wichtig ist die Veranstaltung für die Bruckerinnen und Brucker? Ich glaube, Bruck an der Mur lebt von diesen Veranstaltungen und gerade der Businesslauf mit den Tausenden von Teilnehmern ist ein ganz, ganz wichtiges und positives Zeichen für die Stadt Bruck. Ich als Sportreferent natürlich bin für jede Art der Bewegung und bin froh und glücklich, dass wir mit kompetenten Partnern diese Veranstaltung ausrichten können und würde natürlich jeden Bürger in Bruck und in der Umgebung dazu animieren, mitzumachen, mitzutun. Es ist wirklich ein lässiges Gefühl, unter tausenden Läufern mitzulaufen und von der Bevölkerung angefeiert zu werden. Neu im Boot ist Andreas Mauerhofer von der veranstaltenden Agentur. Er blickt auf 25 Jahre Erfahrung mit Laufevents zurück. Naja, den Businesslauf, den gibt es ja schon seit 20 Jahren und wir haben ja auch unsere Erfahrung, wir machen ja auch schon 25 Jahre den Businesslauf in Graz. Auf was muss man schauen? Passt die Strecke? Bruck ist in der glücklichen Situation, dass sie eine wunderschöne Strecke haben. Ich als gebürtiger Brucker habe ja schon einige Male mitmachen dürfen und das ist schon eine Besonderheit. Ich kenne einige Läufe, aber für mich ist die Strecke für einen Businesslauf besonders. Die Wahl zu Miss und Mr. Steiermark 2024. Am Samstag, dem 9. März ab 19.30 Uhr im Shopping Nord Graz. Dieser Event verspricht unter dem Motto Hashtag So wie du bist eine faszinierende Mischung aus Schönheit, Eleganz und Charisma. Vorverkaufskarten gibt es in allen Reiker-Filialen an der Information des Shopping Nord und Ö-Ticket. Gastgeberin werden und genießen. Als Gastgeberin für eine Kettenpflicht-Schmuckparty profitieren Sie doppelt. Genießen Sie schöne Stunden mit Ihrer Familie, Freundinnen oder Kolleginnen in entspannter Atmosphäre und erhalten Sie 10% des gesamten Umsatzes in Form von Schmuck aus der aktuellen Kollektion. Bei Durchführung einer Schmuckparty schenken wir Ihnen zusätzlich ein besonderes Schmuckstück im Wert von 39 Euro. Oder werde Schmuckberaterin. Mach deine Leidenschaft für Schmuck zum Beruf. Remember your dreams. Werde deine eigene Chefin. Starte dein eigenes funkelndes Business. Wir unterstützen dich.
Liebe Wrestling-Fans und die, die es noch werden wollen, sichert euch jetzt die besten Karten auf Ö-Ticket für die Wrestling-Weltmeisterschaft in Kapfenberg in der Stadthalle am 25.05. nächsten Jahres. Wir sehen uns in der Stadthalle. Yeah! Es ist nicht nur ein unbeschreibliches Erlebnis, sondern oft auch notwendig und praktisch. Fürsthaler Bruck Oberaich macht's möglich. Nun, was ist das? Im Autohaus Fürsthaler und Partner in Bruck Oberaich gibt es etwas Neues. Die Mobilität im Wandel der Zeit. Viele Kunden wissen nicht, wo sie momentan sich sehen, welches Fahrzeug sie kaufen sollen. Ist es Diesel, ist es Benzin, ist es E-Mobilität? Wir im Autohaus Fürsthaler und Partner haben für unsere Kunden eine Lösung gefunden. Auto-Abo, mieten Sie Ihr Auto bei uns im Autohaus Fürsthaler in Bruck Oberaich. Sehr attraktive Varianten stehen für Sie bereit. Und unsere Verkaufsberater, Herr Auer und Herr Achmitsch, werden Sie gerne darüber informieren. Das ist der Polestar 2, unser Vorführwagen, Model Year 23. Das Auto hat einen 78 Kilowatt Akku mit 408 PS Allrad. Das Auto besitzt innerlich Zusatzausstattung, einen Abstandstempomat, Panoramadach, Lichtautomatik, Fernlichtassistent, One-Pedal-Drive, Memory-Funktion, elektrische Sitz. Das, was ganz lässig ist, ist Automatik, stufenlos. Mit dem Sicht ist ein schönes Polestar-Zeichen aktiviert, man braucht nur anziehen. Es gibt keinen Startknopf mehr, man steigt nur ein, zieht den Knopf, Auto fährt hoch und man kann losfahren. Ein Parkknopf gibt es nochmal, da gibt es nochmal einen Knopf für lauter leiser und der Rest läuft schon alles über das Display. Mit einer 5-Sterne-Sicherheitsbewertung baut der Polestar 2 auf der jahrzehntelangen bahnbrechenden Sicherheitsforschung und dem gemeinsam mit Volvo Cars genutzten Ingenieurswissen auf. Das zweite Auto im Fürsthaler Auto-Abo ist ein MG. Der Marvel R Performance mit einem 70 Kilowattstunden Akku und 258 PS Allrad. Da sieht man, dass wenn ich leichte bin in der Parkstellung, ich drehe nach rechts, bin ich Drive-Modus, einmal ein Stück nach links bin ich in Neutral-Modus und dann nach ganz weit nach links bin ich in Retourgang drinnen und sieht man sofort die 360-Grad-Kamera. Links habe ich den Drive-Modus zwischen Sport, Eco, Neutral und Wintermodus und rechts habe ich die Rekuperationsstufe. Jetzt machen wir es mal gemütlich heller innen. Und dann bei, wenn ich sage, ich mag es jetzt nicht ganz aufmachen, wie es ein Summergang ist, dann kann ich es kippen. Und sonst, wenn ich Sommerfeeling möchte, drücke ich mal drauf und dann öffnet es das Dach bis zur Hälfte. Und hopp.
So sind es die Wintersportfans gewohnt. Der Kreischberg rollt dem Kaiserwetter den weißen Teppich aus. Und die Skigäste fühlen sich wie die Pistenkönige. Was den Kreischberg so besonders macht, das sind natürlich die schönsten Pisten weit und breit. Dafür haben wir viele Auszeichnungen, sogar vom internationalen Skigebietstest. Das Pistengütesiegel in dreifach Gold, also die Qualität der Pisten, das spricht wirklich für den Kreischberg. Aber wir haben nicht nur bloß die Pisten hinauf bis auf 2120 Meter. Komfortabel hinauf geht's mit dem neuen Kreischberg 10er. Und der hat sich genauso eine glatte 10 verdient wie die berühmten Extras im Skigebiet. Ob das die Tubing Arena ist, die Speedstrecke, aber vor allem auch für die Kinder die vielen Angebote. Ich nehme jetzt einmal den Dino Park, die Kreischi-Safari, die Geisterbahn, also ein Drei-Erlebnis-Parcours speziell für Kinder. Da machen die Kleinen beim Lernen im wahrsten Sinne gleich mal richtig große Sprünge. Von fahrenden Skifamilien bestätigt. Wir kommen wirklich schon seit vielen, vielen Jahren, sind ganz treue Kreischberg-Fans. All unsere Kinder haben hier Skifahren gelernt, sind jetzt auch schon schnell unterwegs. Es ist sehr familienfreundlich. Ihr habt wirklich nette Skilehrer hier, die das gut machen mit den Kindern. Die Pisten haben perfekte Bedingungen für Kinder. Also wir sind wirklich, wirklich gerne da. Die Pisten sind super präpariert hier. Eine ganz herrliche Gegend, ein super Skigebiet. Gefällt uns sehr gut. Wir haben auch Kinder mit und gerade auch die Anfängerpisten ganz hervorragend. Der Kreischberg ist halt einfach ein Schrei. Ganz besonders, was Action und Après-Ski anbelangt. Denn am 1. und 2. April gibt es die Möglichkeit, beim Kreischbike Snow Eagle mit dem Mountainbike die Pisten runter zu sausen und beim Karl-Königs-Gipfeltreffen die Gelegenheit, mit Vox-Club, Roberto Blanco und vielen mehr so richtig aufzukreischen. Vor allem auch für die vielen Gäste, die wir aus dem Mur und dem Mürztal haben. Die wissen jetzt ganz genau, dass man ganz bequem hierher zum Kreischberg oder aufs Lachtal kommt. Das ist nah genug für einen schönen Skitag, vor allem in den Semesterferien, aber wie gesagt, bis Ostern. Bis Ostermontag lädt der Kreischberg noch zum Pistenvergnügen ein. Das freut nicht nur den Oster, sondern vor allem die Skihasen. Sehr gut. Alles sehr gut organisiert und ja, super. Ja, es hat für uns schon Tradition. Es ist eine gute Stunde erreichbar von zu Hause und es ist einfach wunderbar hier. Die Pisten sind so toll. Es ist immer Schnee, es ist toll präpariert und das Panorama, es ist einfach toll. Ein tolles Panorama mit bester Aussicht auf Pistenspaß pur. Jedes Jahr aufs Neue am Kreischberg. Wo sonst? Der Fasching in der Region war jedes Jahr ein Höhepunkt voller bunter Kostüme, fröhlicher Musik und ausgelassener Feierlichkeiten, die die Gemeinschaft zusammenbrachten und für unvergessliche Erinnerungen sorgten. Die Straßen waren mit Umzügen und festlichen Veranstaltungen gefüllt. Und die Menschen genossen die traditionellen Bräuche und die fröhliche Atmosphäre. Hunderte Narren und Närrinnen säumten am Faschingsdienstag die Straßen von Kindberg, um beim traditionellen Faschingsumzug dabei zu sein. Viele verschiedene Maskengruppen sorgten für ein buntes Treiben. Fragen, ist das ein Fuchs oder ein Eichkratzer? Das ist ein Fuchs natürlich. Ein schein warmes Kostüm für heute, ja? Ja, das passt genau. Also was bist denn du heute unterwegs? 90er Outfit habe ich heute. Aber mein? 90er Outfit. Ah, 90er? Ja, dass ich auch mal volles Haar habe. Wie hörst du das vor? Viel Gas! Du gehst das Buttermilch, bist du schon sauer? Am Morgen, weißt du, das mit morgen Ablaufdatum auch schon Mittwoch. Und dann bist du erst ab morgen sauer. Genau, halt noch voll drauf. Forschung ist deine Zeit, oder? Unbedingt meine Zeit. Und ich helfe immer wieder gern. Sei es in Wartberg, sei es in Kindberg. Mir taugt es einfach. Es war jeder, glaube ich, haben auch Glück gehabt. Also freuen wir uns auf einen schönen Umzug.
Von Hexen und Piraten über Clowns und Prinzessinnen bis hin zu aktuellen Superhelden war alles dabei. Die Teilnehmer hatten viel Mühe und Aufwand in ihre Kostüme gesteckt. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer belohnten sie mit viel Applaus. Kindberg heute voller Nahen. Ja, Gott sei Dank, Fasching Dienstag heute voller Nahen. Und wir sind alle dabei. Bis zu 600 Kinder sind gemeldet, also ich freue mich wirklich. Was ist das Besondere am Kindberg in Fasching? Das Besondere ist, dass die Leute lustig sind. Wir sind ja eine lustige Gesellschaft. Das ist nicht nur beim Fasching so, wir haben ja auch beim Kirtag viel Spaß. Aber heute ist Fasching, Leilei in Kindberg. Also, heute beim Faschingumzug in Kindberg, da racht sie gewaltig. Was geschieht da jetzt da? Ich hab die leider nicht verstanden. Aber ich bin heute in Sachen Gesundheit unterwegs. In welchen Sachen Mission? Ich kann dich nicht verstehen. Aber siehst du, heute nicht zu nahe kommen. Wo juckt's? Da, am Herz? Bei den meisten Männern ein bisschen. Du warst Bankdirektor unterwegs heute? Nein, es war Fiosi. Was hast du verbrochen? Noch nichts. Aber du, siehst meine Beine, ha? Ja, mit einer flotten Beine unterwegs. Ist es die Sumpsi? Ja, sieht aus. Heute fastet zum Erkennen mit der Maskierung. Aus was bist du unterwegs? Grundsätzlich bin ich total inkognito da. Ich hoffe, mir kennt jetzt keiner. Also du gehst das inkognito? Genau so ist es. Ganz geheim hier im Kindberger Fasching. Also was ist denn die Bubble Tea Mami heute verkleidet? Als Bubble Tea Mami aus Hawaii. Als Bubble Tea Mami aus Hawaii. Als Bubble Tea Mami aus Hawaii. Also was bist denn du unterwegs heute? Skispringerin. Bist du schon gesprungen heute? Nein, noch nicht. Ich springe erst morgen. Kann ich aufhören zu zeigen? Ja! Der Faschingsumzug in Kindberg ist ein Höhepunkt der Faschingssaison und ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Die Marktgemeinde Krieglach hat am Faschingdienstag wieder zur großen Faschingsparty für Groß und Klein ins Veranstaltungszentrum geladen und Frau Bürgermeister Regina Schrittwieser hatte alle Hände voll zu tun, die vielen schönen Masken zu begrüßen. Jede Maske wurde mit einem Gutschein für Krapfen und Würstel belohnt. Punkt 14 Uhr ging's los, musikalisch mit den Sandys, und alle Krieglacher Kindergärten sowie Schülerinnen und Schüler der Volks- und Mittelschule hatten eine Bühnenshow vorbereitet. Wir machen heute den Opa-Lupa-Tanz und freuen uns schon auf den Faschingsdienstag. Habt ihr fleißig gerockt? Wir haben fleißig gerockt, oder? Ja! Kindergarten aus Krieglach und wir sind heute die Löwen. Wir machen einen Dschungeltanz, den die Kinder schon fleißig einstudiert haben, und wir freuen uns schon riesig auf unseren Auftritt. Wir haben vorige Woche schon ein Löwenfest gemacht und da fleißig geprobt, und die Kinder sind schon sehr aufgeregt, aber wir freuen uns schon.
Man hat den Eindruck, halb Krieglach ist ins VAZ gekommen. Ja, das ist wirklich ein besonderes Gemeinschaftserlebnis, weil man seitens der Gemeinde eine Veranstaltung macht, dass die Kindergärten dabei sind, die Schulen dabei sind, die Vereine, alle arbeiten einfach mit und es ist eine super Stimmung. Und dass Sie, Frau Bürgermeister, als Gärtnerin da sind, hat sicher einen besonderen Grund. Natürlich sind wir seitens der Gemeindevertretung, man braucht nur auszuschauen, die Sonne lacht vom Himmel und wir bereiten uns schon vor, Krieglach wieder zum Erblühen zu bringen. Und morgen ist Valentinstag und da wollen wir einfach mit Blumen Freude bereiten. Und der Gemeindekindergarten kommt jetzt zu uns mit einer riesengroßen Herde Kuschelweicher Alpakas. Euer Auftritt bitte. Die Volksschule Krieglach mit über 200 Kindern sind wir heute beim Faschingsdienstag der Marktgemeinde Krieglach dabei. Was macht ihr? Wir bieten ein paar Lieder und ja, lassen uns überraschen, welche anderen Beiträge sind und sorgen für gute Stimmung. Damit er nicht mehr schießen kann. Vielleicht noch die Frage, was hat sich Krieglach für 2024 vorgenommen? Wir schauen wieder für alle Generationen. Die Gemeinde Krieglach ist eine familienfreundliche Gemeinde. Wir werden für die Kinder wieder was machen. Wir werden für die Jugendlichen was machen. Und da für die Generationen, für die ältere Generationen. Bewegung wird heuer groß geschrieben. Wir sind Mitglied bei der Bewegungsrevolution von der Land Steiermark. Und deshalb ist eigentlich Krieglach, sind alle auf den Beinen. Ob Werbefilm, Dokumentation oder etwas ganz anderes, wir sind Ihr Partner für professionelle Videoproduktion. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how erstellen wir Videos, die Ihre Botschaft effektiv vermitteln. Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie uns Ihr nächstes Videoprojekt gemeinsam realisieren. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen.
Aus Liebe zur Region. Mein Bezirk AT. Du möchtest abnehmen, deinen Rücken stärken und deinen Beckenboden trainieren? Mit einem EMS-Training erreichst du all das und vieles mehr in nur 20 Minuten. Das Training arbeitet mit Stromimpulsen, die gezielt deine Muskeln stimulieren und so ein intensives und effektives Workout ermöglichen. Das ist ein Sympion 360, das ist ein EMS-Anzug. Das heißt, man macht da ganz normale Kraftübungen und kriegt dann zeitgleich einen elektrischen Impuls. Und das Ganze macht das Training viel intensiver. Das heißt, man macht in 20 Minuten ein Training, das sonst 60, 70 Minuten dauern würde. Und man hat halt sehr viel Kraft und Ausdauer getankt. Neben der körperlichen Belastung werden auch deine Ausdauer und Koordination trainiert. Viele Fitnessstudios bieten EMS-Training an und bringen dich so in kurzer Zeit zu deiner Wunschfigur. Dabei ist es wichtig, das EMS-Training mit einer ausgewogenen Ernährung und genügend Bewegung zu kombinieren. Experten empfehlen, das Training einmal pro Woche zu absolvieren, um die gewünschten Erfolge zu erzielen. Ja, wie man sieht, bin ich schon ins Schwitzen gekommen. Habe ich zuerst nicht vermutet, dass das doch so intensiv wird. Aber durch das, dass man das ja sehr toll einstellen kann von der Intensivität und ja. EMS-Training ist für jedes Alter geeignet, kann aber bei bestimmten Vorerkrankungen wie Herzproblemen kontraindiziert sein. Informiere dich daher vorab bei deinem Arzt und lass dich von einem qualifizierten Trainer betreuen. Mit EMS-Training kannst du deine Ziele erreichen und deinen Körper in kurzer Zeit in Topform bringen. Also jeder, der das probieren möchte, kann sich an mich wenden. Meine Telefonnummer ist 0680 44 6 22 92 oder mir eine E-Mail schreiben unter sport@sportfreund.eu. Das ist unser neuer Volvo EX30. Ihn gibt es in drei verschiedenen Varianten. Als Single-Motor mit 377 km Reichweite, als Single-Motor Extended Range mit einer Reichweite von 480 km und einen Twin-Motor Performance mit einer Reichweite von 450 km. Beim neuen EX30 Volvo ist jetzt nicht mehr das Tacho beim Lenkrad, sondern hier beim Monitor. Das wird dann beim Fahren hier angezeigt und auch sonderlich cool ist beim Auto, dass man, wenn man aufs Auto draufdrückt, hier die Ambientenbeleuchtung wechseln kann. Zum Starten dieses Autos betätigt man die Bremse und schaltet hier am Schalthebel auf Drive und somit das Auto eingeschaltet. Und zum Ausmachen drückt man wieder auf das P, das hier ist. Zum Abschalten des Autos steigt man aus und verriegelt es. Volvo EX30 steht für Sie zur Probefahrt bereit bei Fürstaller und Oberech. Wenn im Frühling die Berge rufen, dann holt man am besten nochmal die Winterbretter raus. Besonders viel Sonne und Wonne bietet beim Frühlingsskifahren die Schladminger Planei. Ja, weil es so traumhaft geht. Perfekte Pisten, weniger Leute als in der Hauptsaison. Was will man mehr? Ja, März, April sind für mich eigentlich eine der schönsten Zeiten zum Skifahren. Zumeist Sonne pur, herrliche Pisten, zumindest bis zu den frühen Nachmittagsstunden. Natürlich ist nicht mehr so viel los auf den Pisten, aber das ermöglicht natürlich ideale Kabelschwinge. Da kommt beim Sonnenskilauf die ganze Familie richtig in Schwung. Besonders die Kleinen genießen nochmal ausgiebig das Hopsi-Winterkinderland und geben dem Skispaß ein eindeutiges High Five. Familienfreundlich zeigen sich auf der Planei auch die Frühlingstarife.
Ja, da gibt es also schon sehr, sehr attraktive Pauschalpakete, meist in Verbindung auch Unterkunft und Skipass. Wenn man ein bisschen länger da ist und Eltern, zum Beispiel ein Elternteil einen 6-Tage-Skipass löst, dann können die Kinder überhaupt gratis Skifahren. Es gibt aber zusätzlich noch den Junior Weekend Tarif, auch ein sehr attraktives Paket. Also es lohnt sich auch aus preislichen Gründen noch unsere Skigebiete zu besuchen. Am meisten lohnt es sich natürlich ob des vielfältigen Angebots und der einmaligen Verhältnisse. Es gibt nichts Schöneres. Es sind herrliche Bedingungen herum. Und das ist ein Traum, Skifahren jetzt noch. Ja, mir taugt das wahnsinnig. Man braucht sich nicht so dick anziehen, aber das Genießen auch dann in die Pausen im Sonnenschein, es ist einfach ein Traum. Und wie man sieht, die Berge rundherum sind ja trotzdem nur total weiß aufgeschneit. Also es ist allein die Ausblicke sind ein Riesengenuss da herum und die durch die Luft. Also ich schätze das sehr. Und das Beste dabei? Die top präparierten Pisten auf der Planalp. Die sind heuer außergewöhnlich gut. Ich gehe davon aus, dass wir bis nach Ostern einen Großteil auch noch der Talabfahrten nutzen können. Aus dem Mur- und Mürztal anreisen kann jeder bequem mit dem Auto, aber auch mit Bus und Zug. Vor mit dem Zug gibt es ja laufend alle 2 Stunden Zugverbindungen zum Bahnhof Schladming, wo man sogar fußläufig direkt zu den Stationen auch gelangen kann. Oder eine kurze Fahrt mit dem Bus dann zur Planalhauptzeit. Also, worauf noch warten? Rein ins Frühlings-Skivergnügen. Das Schöne ist einfach, dass die Pisten sensationell präpariert sind von der Früh weg. Es ist warm. Sonnenschein, der Schnee ist so richtig aufgefirmt. Einfach gute Stimmung, gute Laune, macht Spaß. Und die Bräune für den kommenden Sommerurlaub, die gibt's gleich gratis obendrauf. Herzerwärmend und herzerfrischend zugleich. Das ist der Sonnenskilauf auf der Planalp. Bei La Mariana am Parkplatz W3 in Kindberg gab es eine Neueröffnung. Was ist jetzt neu bei La Mariana in Kindberg? Ist Neueröffnung so gedacht, dass eigentlich jetzt ab jetzt machen wir All You Can Eat. Das heißt, isst, was willst oder was gibt's eigentlich. Es wird ab jetzt ein paar immer gleiche Sachen, so wie Schnitzel, Gordon oder so Kleinigkeiten und immer wieder etwas Neues. Also das ist mein Ziel, dass ich immer etwas Neues mache, immer überrasche mit irgendwas und dass der Gast nicht immer genau weiß, was er essen wird. Also weiß einmal, gibt es Schnitzel, Gordon, Suppe und so weiter, aber gibt es immer etwas Neues auch. Die Suppe, Schnitzel, ja, Sarmale sind sehr lecker. Und jetzt kommt das Dessert. Ja, ich habe gerade das zweite Suppel, weil ich muss ja alles probieren. Es war die Rindsuppe sehr gut, es ist die Gemüsesuppe sehr gut. Und jetzt freue ich mich dann schon aufs Nächste. Ja. Und wie gewohnt von der Mariana, die kocht ja wirklich ausgezeichnet. Also das ist ja weit über die Grenzen von Kindberg hinaus bekannt, weil wir sind extra aus Graz deswegen gekommen. Gell? Das All-You-Can-Eat-Buffet, was wird es kosten? Wird kosten 19,50 Euro pro Person. Und am Abend von 17 bis 18 Uhr wird Happy Hour und wir werden haben so Kasserolle mit 5 Euro oder 10 Euro. Ja, La Mariana ist eine Institution in Kindberg und unser Bubble Tea Mami da hat natürlich einen Schwung eingebracht und ich finde es großartig, was sie da geleistet haben und wie schön dieser Umbau gelungen ist. Ja, also es ist für uns richtig cool, dass La Mariana hier wieder eröffnet, für Kindberg ganz, ganz wichtig und ein unglaublich tolles Angebot, das es so noch nicht gegeben hat und wir freuen uns irrsinnig und wünschen ihr alles, alles Gute. Öffnungszeiten sind von 11 bis 17 bzw. 18 Uhr. Ausgezeichnet, also es ist wirklich ausgezeichnetes Essen, nicht nur heute, sondern auch die Tage zuvor oder wie auch immer und es ist eine sehr gute Sache, dass sie jetzt das mit dem Buffet anfängt, weil so eigentlich gibt es in Kindberg nur mal ganz, ganz wenige Essensmöglichkeiten tagsüber.
Wir freuen uns, dass das Lokal neu eröffnet hat. Die Mariana ist ja schon eine langjährige Kundin bei uns, Stammkundin in Bruck an der Mur. Und umso lieber sind wir heute wieder da und stehen ihr zur Seite, wenn sie neu eröffnet. Außerdem machen wir auch Catering für verschiedene Veranstaltungen, so wie Firmenfeier, Weihnachtsfeier, Geburtstagsfeier, Taufe, kleine Hochzeiten und vieles mehr. MEMA TV sendet auch Musikclips von lokalen Künstlerinnen. Dies ist eine großartige Möglichkeit für neue Künstlerinnen, ihre Musik einem breiten Publikum vorzustellen. In der neuen Folge der Kräuterecke auf MEMA TV dreht sich alles um den Spitzwegerich. Ein vielseitiges und beliebtes Heilkraut. Entdecken Sie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
Alles beginnt bereits beim Sammeln. Manche Kräuter können das ganze Jahr über, manche wiederum nur zu bestimmten Jahres- und Tageszeiten gesammelt werden, denn nicht immer sind ihre Wirkstoffe optimal in ihnen enthalten. Auch der Verarbeitung und richtigen Lagerung ist großes Augenmerk zu schenken und vergessen Sie nicht, je hochwertiger die Zutaten, desto hochwertiger auch das Ergebnis. Wie schon das letzte Mal angekündigt, möchte ich Ihnen einiges über den Spitzwegerich erzählen. Der Spitzwegerich wächst gern auf Fettwiesen, Weiden, Rasen, Ödland und Äckern. Ursprünglich aus Europa stammend, wurde der Wegerich mit Auswanderern in die ganze Welt verschleppt. Die Indianer nannten ihn Fuß des weißen Mannes, weil er immer dort auftauchte, wo sich der weiße Mann aufhielt. Der hohe Schleimstoffgehalt des Spitzwegerichs macht ihn zu einem der wichtigsten Hustenmittel, das wir kennen. Außerdem enthält er noch Kieselsäure, Vitamin C, A und K, Saponine und Eisen. Bei allen Arten von Atemwegserkrankungen. Auch zur Stärkung der Lunge ist der Spitzwegerich ein geeignetes Hausmittel. Gegen starkes Kopfweh hilft frischer Wegerichsaft, den man auf ein Tuch träufelt und auflegt. Frischer Pflanzensaft wirkt dem unangenehmen Juckreiz nach einem Insektenstich entgegen. Das gilt für Wespen und Bienenstiche genauso wie für einen Gelsenstich. Man reibt die Blätter zwischen den Händen, bis der Saft austritt, und legt den Pflanzenbrei auf die verletzten Stellen. Das verhindert auch Schwellungen nach Prellungen. Der traditionelle Spitzwegerichsirup wird von kranken Kindern gerne getrunken. Das Rezept dazu ist ganz einfach. Sie nehmen ein großes Schraubglas, beginnen mit einer Schicht Rohrzucker, dann eine Schicht zerkleinerten Spitzwegerichblättern und fahren so fort. Den Abschluss bildet immer eine Schicht Rohrzucker. Dann verschließen Sie das Glas und stellen es einige Monate in die Sonne, bis der Zucker flüssig wird, oder aber Sie graben das Ganze für 3 Monate in die Erde ein. Ich verwende den Spitzwegerich auch gerne in Kräutersuppen. Da die Pflanze immer wieder neu austreibt, kann man sie bis in den Herbst ernten. Eine kleine Geschichte aus überlieferten Büchern möchte ich noch erwähnen. Gegen Liebeskummer trinkt man Wegerichtee, und zwar 5 Tage lang. Dann ist der Liebeskummer verschwunden. Und wenn doch nicht, dann trinken Sie ihn einfach weiter. 5 Tage. So viel zum Spitzwegerich. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Natur auf der Spur. Das beste Eck vom Schnee, das ist freilich das Stuhleck. Gut und schnell erreichbar, für einen ganzen Tag Pistenvergnügen oder eine spontane kleine Auszeit. Da heißt es, raus aus den Alltagslatschen, rein in die Skischuhe und rauf auf den Berg, in die herrliche Natur. Stuhleck ist ein ganz besonderes Stück Erde. Stuhleck hat fast 1800 Meter und man kann diesen Berg bequem mit den Sesselbahnen erreichen. Dank ausgeklügeltem Schneemanagement die ganze Saison über schneesicher erwartet den Wintersportfan eine 5 Kilometer lange Genussabfahrt bis ins Tal. Inklusive Rundum-Panorama mit fast grenzenlosem Weitblick. Ja, Spitzenwetter, Sonnenschein, Windstill heute, Traumschneelage. Na, zum Herfahren kann man aus dem Hartberg super zum Fahren. Eindeutig spitze. Spitze sind auch die Extras, die das Stuhleck zu bieten hat. Ja, wir haben verschiedene Highlights in unserem Skigebiet. Das ist mit dieser 5 Kilometer langen Skiabfahrt bis hinunter ins Tal. Wir haben eine Skimugelstrecke. Wir haben einen Speedcheck. Es gibt verschiedene
Attraktivitäten wie Tubing oder die Rodelbahn nicht zu vergessen und natürlich auch den Abendskilauf. Und diesen gibt es ab sofort immer Freitag und Samstag von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Das größte Skigebiet im Osten Österreichs mit 26 Pistenkilometern, 4 Sessel und 7 Schleppliften sowie verschiedensten Abfahrten und einer Trainingsstrecke für jedermann lockt somit alle an. Vom Anfänger bis zum Rennläufer. Vor allem auch, weil das Stuhleck auf der S6-Schnellstraße im Nu erreichbar ist. Da bleibt eben mehr Zeit auf der Piste. Ich liebe das Stuhleck. Erstens sind die Pisten wirklich traumhaft. Ich wohne in Hönigsberg, habe nur 10 Minuten bis Spital am Semmering. Durch die leichte und schnelle Erreichbarkeit ist das Skigebiet zusätzlich sehr attraktiv für Firmenausflüge, Vereinsskitage oder Feiern. Sie können bei uns gerne Skirennen durchführen für Vereine oder für Firmen und wir helfen bei der Organisation von der Planung bis zum Ende des Events. Bis in den April hinein geht es auf den Pisten noch schwungvoll zu und auch abseits davon, denn das Stuhleck hält natürlich auch die Après-Ski-Kultur hoch. Wie zum Beispiel am 4. März mit der Stimmungsband Wolkenlos im W11 Panorama Restaurant. Und auch die Ferien sind für die ganze Familie bereits geritzt. Für die Semesterferien sind wir bestens gerüstet. Wir sind leicht erreichbar, wir haben Top-Schneeverhältnisse und wir haben Sonnenschein. So wie man es einfach gerne mag. Das Stuhleck, nah genug für jeden Tag. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Wochenmagazins von Panorama angelangt. Im Namen des gesamten Teams von MEMA TV darf ich mich für Ihr Zusehen bedanken und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.